Hallo und herzlich willkommen im vierten Monat meiner Wettkampfdiät. Wir haben heute den 24.07. Und ja, es gibt so ein paar Sachen, die haben sich jetzt geändert und auf die wollte ich nochmal eingehen, euch erzählen, euch erklären. Und zwar haben wir ein bisschen an der Ernährung nochmal was geändert. Es gibt jetzt nur noch Kohlenhydrate rund ums Training, ansonsten nur noch Fette und Eiweiß. Das macht sich schon bemerkbar, muss ich sagen. Also mein Energielevel ist schon ein bisschen weit unten, muss ich sagen. Momentan, also bin ich so bei 1900, 2000 Kalorien. Ja, Tee wird schon eingebaut, gerade grüner Tee und so eine Spielchen mit Ingwer für die Fettverbrennung. Des Weiteren geht Ende des Monats das Kreatin raus. Da bin ich echt gespannt, was so meine Kraftleistung denn sagt. Ja, weil Kreatin nehme ich ja jetzt schon, ich glaube, ein Jahr, zwei Jahre fast durchgängig. Und ja, da bin ich echt gespannt, was dann passiert, was auch mit dem Gewicht passiert, ob da wirklich irgendwas ausschlaggebend sich ändern wird. Was gibt's noch? Fällt mir jetzt noch was spontan ein? Ja, Cardio sind immer noch 5 Einheiten, 30 Minuten HIIT-Training, verschärftes HIIT-Training, das heißt 30 Sekunden schnell, 30 Sekunden langsam, so in dem Wechsel. Ja, 6 Trainingseinheiten in der Kraft, eine mehr geworden. Ja. Und ich glaube, das war es erstmal. So sieht es erstmal aus. Schwitzen ist angesagt, das Wetter ist Wahnsinn. Ich merke es auch, die Wärme macht mir doch ganz schön zu schaffen, aber da müssen wir jetzt durch. Bis dann. Herzlich willkommen auf der Couch. Ja, mir ist so warm. Ich zerfließe in dieser Wohnung. 4. Stock sagt alles. Ja, wir haben den 28. Juli. Das heißt, der Juli ist fast rum. Oh mein Gott, 12 Wochen noch bis zum Wettkampf. Und was ist? Ich bin wieder schwerer geworden, Leute. Ich bin schon wieder... Also gestern habe ich mich gewogen, 60,1 Kilo. Und bin kurz mal... innerlich ausgeflippt, aber wir wissen, woran es liegt. Hab natürlich meinen Coach geschrieben, Video gleich gemacht, geguckt, Form ist nicht anders, beziehungsweise nicht schlechter. Eher ein bisschen besser eigentlich schon wieder geworden. Aber woran lag das jetzt? Ja, Leute, die Hitze. Die Hitze, Hitze, Hitze. Ich denke mal, ihr werdet es auch gemerkt haben, schwere Beine. Man fühlt sich so ein bisschen einfach. Man trinkt ohne Ende und der Körper speichert natürlich auch Wasser ohne Ende jetzt bei dem Wetter. Ja, das zum einen. Und das zweite leidige Thema ist, ich stehe 2 Wochen, ja, in 2 Wochen bekomme ich meine Periode. Ja, das leidige Thema bei uns Frauen leider. Diese scheiß Periode macht den ganzen Körper wuschig. Man zieht noch mehr Wasser, manche, also mich betrifft es auch meist, ich bekomme auch so ein bisschen Blähbauch, so einen dicken Bauch, ohne irgendwie mehr zu essen, weniger zu essen. Das ist schrecklich einfach. Also Gott sei Dank bin ich nicht mit Krämpfen geplagt oder Stimmungsschwankungen. Das hält sich Gott sei Dank bei mir eigentlich nicht in Grenzen, das ist eigentlich gar nicht da. Aber halt mit dem Wasser und mit diesem Blähbauch habe ich auch zu tun. Jetzt habe ich schon durchgerechnet, wie es um die Wettkämpfe so aussehen könnte, ob ich bis dahin auch wieder dran bin. Ja, mal gucken. Und das müsste man dann vorher nochmal sich einen Plan überlegen. Ja, aber es ist halt kacke, ne? Man fühlt sich eigentlich so und macht und tut und schwitzt und tropft während des Trainings und geht an sein Limit. Und dann so eine Scheiße. Aber da muss man halt jetzt einen kühlen Kopf bewahren. Nicht ausflippen, weil das bedeutet ja wieder Stress für den Körper. Und Stress zieht auch wieder Wasser, wie wir ja wissen, und versaut den Körper. Ja, und einfach entspannt zu sein, weiterzumachen, dran zu bleiben. Und ja, mal gucken, wie es nächste Woche dann aussieht. Ja. So viel erstmal dazu. Das ist der Stand der Dinge. Kann man nicht ändern, ist so. Männer haben es eh immer ein bisschen leichter in der Vorbereitung wie wir Frauen, muss man halt so sagen, weil sie ja so schon
einen viel niedrigen Körperfettanteil haben. Ja, und ich gebe weiterhin Gas. Und es wird. Und mir ist warm. Mir ist so warm. Aber wir jammern nicht, wir haben endlich Sommer. Ja, so viel der Stand der Dinge. Ich wünsche euch schöne Sommerwochen. Ich hoffe, ihr habt frei und könnt irgendwie baden gehen, ans Meer gehen. Ihr wisst schon, genießt die Zeit bis die Tage. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben heute den 7. August, ja. Und die Diät lässt sich jetzt in vollen Zügen bemerkbar oder macht sich bemerkbar in vollen Zügen. Also gestern war so ein Tag, da hätte ich das erste Mal richtig heulen können, mitten im Studio. Also man merkt, das Hormonsystem geht jetzt los. Gefühlsschwankungen, Gefühlschaos. Ich habe keine Kraft im Training gehabt. Klar, Kreatin ist jetzt auch raus seit Anfang des Monats. Und so langsam macht sich's bemerkbar, ne? Kaloriendefizit, ich bin jetzt so bei 1,7 bis 1.800 Kalorien die Woche. Und ja, es geht jetzt los, jetzt wird's hart. 10 Wochen noch bis zur ersten Wettkampf. Ja, irgendwann macht sich's halt bemerkbar, ne? Ja, zudem hatte ich jetzt noch die letzten Tage mir eine Blase gelaufen und so schlimm, dass ich nicht richtig auftreten konnte und gehumpelt bin. Ja, durch dieses Gehumpel, durch diesen Versuch, das Bein zu entlasten, hat sich meine Wade so verkrampft, dass die auch richtig muskelverspannt sind. Und ja, mein Fuß geht es jetzt langsam bergauf. Mit der Wade habe ich noch zu tun. Ja, mal gucken. Ich hoffe, ja, Cardio ist zurzeit ein bisschen ein Krampf. Da weiß ich noch nicht, wie ich es mache. Ja, und Wadentraining fällt natürlich jetzt auch erstmal flach. Heute Mittag, Nachmittag geht es dann zum Formcheck. Ich bin gespannt, wie wir die letzten Wochen jetzt Diät gestalten. Ja, mal gucken. Es läuft. Es wird. Es wird, sage ich euch. Prost, Kaffee. Da bin ich wieder, ja. Ich sehe gut aus, ne? Klimaanlage läuft auf Hochtouren hier. Vierter Stock, ich sag nur, es ist warm. Ja, ihr seht mich grinsen. Es war sehr gut. Also, Formcheck lief super. Mein Coach ist super zufrieden. Heute habe ich mich selber auch mit der Form, also, ich habe mich selber gefallen heute mal wieder. Und ja, weil gestern war alles so flach, einfach mal, keine Ahnung. Gestern war ja eh ein scheiß Tag. Und naja, er ist super zufrieden. Wir sind super im Plan. Training haben wir jetzt minimal ein bisschen abgeändert, nochmal so auf ein paar Zonen, die noch Unterstützung brauchen, wo wir noch was reißen könnten eventuell. Wir bleiben jetzt bei 1700 bis 1800 Kalorien. Es wird nicht mehr reduziert, nur noch gehalten und durchgezogen. Er fand es auch super, dass ich nochmal in Urlaub fahre im September, um einfach raus und nochmal ein bisschen Luft zu schnappen. Klar, Training muss trotzdem durchgezogen werden, auch im Urlaub. Und ja. Und fand es auch gut, dass ich so mein Sozialleben erhalte. Am Wochenende geht es zu einer Hochzeit. Und ja, dass ich da mich nicht zu sehr verrenne und trotzdem noch so einen sozialen Umgang habe. Ja. So ist die Lage. Also, ich bin froh, dass es so gut lief, dass meine Form wirklich Fortschritte macht. Ja, jetzt heißt nur noch durchhalten. 2,5 Monate, das ist nicht mehr viel. Die Wochen verfliegen. Ja, und dann stehe ich auf der Bühne. Hello everybody! Wir haben den 15. August erreicht und es geht mir wieder super. Ihr seht, ich war auch beim Friseur. Die Haare sind ein wenig anders. Wurde auch mal Zeit bei mir wieder. Aber zurück zum Thema. Mir geht's wieder super. Ihr habt die letzten Ausschnitte immer viel Mimi gehört. Und ich glaube, ich weiß auch, woran es lag. Es lag, glaube ich, wirklich an meiner Periode, dass also die Tage vor die Tage wirklich die schlimmsten sind. Ich hatte ja, wie gesagt, Hunger, mir schwach, keine Energie. Klar, es lag auch am warmen Wetter, aber jetzt ist es ja immer noch warm. Und seitdem ich meine, also zu meinen Verhütungen mal kurz, ich habe diesen Verhütungsring.
und nehme den auch 3 Monate durchgängig. Und das heißt, ich kriege nur alle 3 Monate meine Tage. Und ja, das muss jeder halt für sich herausfinden, wie er das macht. Ich komme damit klar, mein Körper kommt damit klar und für mich ist es einfach besser und optimaler. Ja, habe den natürlich dann ausgenommen, um meine Periode zu kriegen. Und seitdem geht es mir wieder blendend. Ich komme mit dem Essen klar. Klar, Hunger habe ich trotzdem. Aber nicht so ein krasses Hungergefühl wie die letzten Wochen, muss ich sagen. Mein Training läuft wieder super. Ich bin voller Energie. Mein Gewicht ging jetzt rapide abwärts. Ihr werdet es dann sehen in der Übersicht in ein paar Tagen. Ja, also es ist schon krass, was der Körper so mit einem anstellt. Und dieser Scheißzyklus. Ja, aber ich bin froh, dass mir jetzt wieder besser geht. Ich hatte jetzt wirklich Angst, dass es jetzt die nächsten 2 Monate so weiterläuft. Ja, und ich bin wieder super motiviert, guter Dinge und es wird, also die Form ist Wahnsinn. Es wird, Leute, es wird. Ja, positiv gestimmt gehe ich jetzt in meinen freien Tag. Nachher steht Training an. Und ja, es ist ja nicht mehr lange, dann ist der nächste Diätmonat auch schon wieder rum und dann seht ihr die Ergebnisse. Bis später!